Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und in diesem Video, da werden wir die spannende Frage beantworten, ist es aus Umweltsicht besser, wenn man sein altes Verbrennerauto noch möglichst lange fährt, oder sollte man lieber ein neues Auto kaufen, entweder ein Verbrenner, der weniger Sprit verbraucht als der alte, oder sogar ein neues Elektroauto? Ja, und die Antwort ist aus ökologischer Sicht gar nicht so offensichtlich, wie ihr vielleicht denkt. Wird spannend, also bleibt dran! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Tja, sollte man also besser ein neues und effizienteres Auto kaufen, auch wenn das alte noch gut ist? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Abwrackprämie. Ist es wirklich umweltschonender, den alten Verbrenner jetzt sofort gegen ein neues, effizienteres Auto oder sogar ein Elektroauto zu tauschen, auch wenn das alte noch jahrelang problemlos fahren würde? Oder anders gefragt, ab wann wäre das aus ökologischer Sicht sinnvoll? Also wie viele Jahre müsste ich dann das neue Auto fahren, um bei den Emissionen besser dazustehen? So ein Auto wie das hier, das ist ja eigentlich noch ziemlich gut in Schuss. Es ist wahrscheinlich so 9 Jahre alt, aber hat mit Sicherheit noch ein paar Jahre vor sich. Aber es gibt natürlich inzwischen viel effizientere Autos, also Verbrenner zum Beispiel. Und natürlich erst recht Elektroautos. Also jetzt mal egal, wie alt euer Auto ist, lohnt es sich möglicherweise grundsätzlich für die Umwelt, ein neues zu kaufen? Ob ihr euch das überhaupt leisten könnt, ist eine andere Frage. Darum geht es hier erstmal nicht. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich der Meinung, never change a running system. Also wenn etwas gut läuft und eingespielt ist, dann lasse ich es lieber weiterlaufen. Aber mit den Autos ist es ja so, dass die, egal welche Marke und egal ob Verbrenner oder Elektro, alles andere als gut für die Umwelt sind. Ich schätze mal, da sind wir uns alle einig, denn so eine Riesenkiste, in der man meistens alleine sitzt und die 99% der Zeit nur rumsteht, jede Menge Ressourcen verbraucht und dann auch noch CO2-Emissionen verursacht, das ist nicht gut für die Umwelt. Punkt. Also wenn ich also, obwohl ich das weiß, trotzdem nicht auf ein Auto verzichten kann oder will, möchte ich dann nicht vielleicht durch ein neues Auto wenigstens die Umwelt etwas weniger schädigen als mit meinem alten? Wir rechnen das hier mal gemeinsam durch und ihr werdet überrascht sein, was aus ökologischer Sicht am sinnvollsten ist. Bei den Umweltauswirkungen, da werden wir uns auf 2 Hauptteile konzentrieren. Erstens die Emissionen bei der Herstellung und fürs Fahren und dann zweitens die benötigten Materialien, also das physische Material, was man für die Herstellung braucht. Das muss ja von irgendwo herkommen und dann am Ende der Lebenszeit muss das Zeug irgendwo hin. Fangen wir also mit den Emissionen an. Und auch, wenn ihr euch wundert, wir reden hier nicht nur über Elektroantriebe, wenn es um ein neues Auto geht. Es kann ja auch sein, dass euer nächstes Auto mit Benzin fährt, aber eben viel weniger verbraucht als euer altes. Nehmen wir also mal an, wir haben derzeit Auto A, das einen bestimmten Benzinverbrauch hat und wir überlegen uns, ein neues Auto zu kaufen. Entweder Auto B, das mit Benzin fährt, aber dafür viel sparsamer als vorher ist, oder Auto C als Elektroauto, was also gar kein Benzin mehr verbraucht, dafür aber eben Strom. Die Frage ist, was ist die umweltfreundlichste Option und was ist die schlimmste? A behalten, B kaufen oder C kaufen? Nehmen wir mal an, unser derzeitiges Auto A braucht 8 Liter pro 100 Kilometer. Das ist übrigens etwas weniger als der aktuelle Durchschnittswert aller Diesel und Benziner, wenn man mal bei Spritmonitor nachschaut. Sagen wir, Auto B verbraucht nur 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Und sagen wir, die elektrische Option C ist ein Tesla Model 3. Ja, warum jetzt gerade Tesla? Weil Tesla jedes Jahr einen Umweltbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, welche CO2-Emissionen bei der Herstellung der verschiedenen Modelle erzeugt werden. Und diese Werte brauchen wir nun mal für den Vergleich. Außerdem produziert Tesla aktuell die meisten E-Autos weltweit. So ist es nun mal. Da liegt es doch nahe, diese Werte zu nehmen. Als nächstes wollen wir wissen, wie viel Emissionen bei jeder unserer Optionen anfallen. Unser aktuelles Auto A, das 8 Liter pro 100 Kilometer braucht, existiert also bereits. Also sind die Produktionsemissionen 0. Die Produktion eines neuen Verbrenners verursacht im Durchschnitt etwa 9000 Kilo CO2-Emissionen. Kleinwagen weniger, SUVs viel mehr. Da gibt es entsprechende Studien und Berechnungen. Die Quellenangaben findet ihr übrigens in der Videobeschreibung ganz unten, also nehmen wir das mal für Auto B. Die Herstellung eines Tesla Model 3 verursacht etwa 10.400 Kilogramm CO2-Emissionen. Das lesen wir, wie gesagt, aus Teslas Umweltbericht heraus. Wie kommt man genau auf die Zahl?
CO2-Emissionen werden in Gramm pro Kilometer Laufleistung angegeben. Tesla gibt beim Model 3 für die Herstellung 52 Gramm pro Kilometer an und bei der jeweils zugrunde liegenden Laufleistung, also Lebenslaufleistung von 200.000 Kilometer, die auch bei der Verbrennerberechnung als Basis genommen wurde, ergibt sich daraus 10.400 Kilogramm CO2 für die Produktion eines Model 3. Wir haben also die Produktionsemissionen für unsere drei Autos und nun kommen natürlich noch die Emissionen für das Fahren dazu. Bei Benzinern ist das relativ einfach zu berechnen, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Kraftstoffverbrauch und der Menge an CO2, die dadurch erzeugt wird. Und bei Auto A mit 8 Litern auf 100 sind es 189 Gramm CO2 pro Kilometer. Ja, jetzt muss man natürlich auch bei Verbrennern noch die Emissionen dazu rechnen, die für die Gewinnung des Rohöls, Raffinierung und Transport zur Tankstelle entstehen. Und als Richtwert kann man dafür nochmal 30% bei Benzin obendrauf rechnen. Und da ergibt sich insgesamt eine Menge von 246 Gramm CO2 pro Kilometer für ein Auto, was 8 Liter Sprit verbraucht. Für Auto B, was nur 6,5 Liter auf 100 verbraucht, da ist diese Zahl mit 203 Gramm CO2 deutlich kleiner. Für ein Tesla Model 3, das mit dem durchschnittlichen deutschen Strommix fährt, und wenn man auch die Ladeverluste berücksichtigt, da liegen die Emissionen bei 72 Gramm pro Kilometer. Der deutsche Strommix liegt aktuell im ersten Halbjahr 2022 bei um die 400 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Die Emissionen werden aber normalerweise jedes Jahr geringer, weil immer mehr regenerative Energien produziert werden. Also ist das hier nur eine Momentaufnahme. Und je weiter wir in die Zukunft schauen, desto geringer wird der CO2-Anteil beim E-Auto. Laut Spritmonitor ist der Durchschnittsverbrauch bei den E-Autos 16,5 Kilowattstunden. Setzen wir das also mal beim Model 3 an. Jetzt haben wir also ein paar wichtige Daten gesammelt und können unsere hypothetische Frage stellen, ist es jetzt besser, unser altes Auto zu behalten oder sollten wir lieber ein neues kaufen und wenn ja, welches? Sagen wir fahren 15.000 Kilometer pro Jahr. Das ist tatsächlich etwas mehr als der deutsche Durchschnitt. Nach einem Jahr, wenn wir alle Emissionen für Produktion und fürs Fahren zusammenrechnen, dann ist es tatsächlich das Beste, wenn wir unser altes Auto einfach behalten. Denn die Produktionsemissionen der neuen Autos, die machen den Großteil der Gesamtemissionen aus und die verhageln uns total die Bilanz. Nach zwei Jahren ist es immer noch besser, das alte Auto zu behalten. Nach drei Jahren ist unser 8-Liter-Auto jetzt schon näher an den Gesamtemissionen vom Tesla Model 3, aber immer noch vorne und schlägt das 6,5-Liter-Auto immer noch um Längen. Nach vier Jahren ist unser aktuelles Auto erst schlechter, als wenn wir uns ein neues Elektroauto gekauft hätten und das eben auch vier Jahre fahren. Hier ist also der Break-Even-Punkt erreicht. Und selbst aber nach zehn Jahren, da ist das 6,5-Liter-Auto immer noch nicht besser für die CO2-Bilanz als der alte Schlitten. Also mal vorausgesetzt, der hält noch so lange. Also ihr seht, ein neuer sparsamer Verbrenner ist in der Gesamtbilanz so gut wie nie besser für die Umwelt, zumindest dann nicht, wenn euer jetziges Auto noch läuft und nicht sowieso bald in die Schrottpresse muss. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass es in der Gesamtbilanz der Emissionen deutlich umweltfreundlicher ist, ein neues E-Auto zu kaufen, als euren alten Verbrenner noch mehr als vier Jahre weiterzufahren. Und das trotz der Berechnung mit deutschem Strommix. Wenn man also hauptsächlich mal Ökostrom lädt, zum Beispiel zu Hause über die Solaranlage, dann sieht das Bild noch viel krasser aus, denn dann wäre der Punkt schon nach zweieinhalb Jahren erreicht. Jetzt sind trotzdem viele Menschen immer noch skeptisch, was die Langlebigkeit von Elektroautos angeht. Und dazu kann ich nur sagen, das ist ein typischer Mythos aus den Anfangstagen der Elektromobilität. Hier ist mal ein Diagramm aus Teslas Umweltbericht, der die Durchschnittskapazität der Tesla-Akkus vom Model S und X nach 200.000 Meilen zeigt. Das sind übrigens mehr als 300.000 Kilometer. Im Durchschnitt haben die Akkus noch ca. 90% der Kapazität und das nach 300.000 Kilometer. Auch wenn dieser Graph von Tesla wahrscheinlich ein bisschen geschönt ist und es mit Sicherheit auch einzelne Ausnahmen gibt, da ist es aber trotzdem wirklich sehr unwahrscheinlich, dass die Batterie während des Autolebens jemals ausgetauscht werden muss. So, jetzt sagt ihr vielleicht, CO2 ist ja nicht alles. Was ist mit den ganzen Materialien, die man für ein E-Auto braucht? Die ganzen Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan, die sind doch alle irgendwie problematisch und vor allem knapp.
Ja, da gibt es drei Dinge, die meiner Meinung nach oft übersehen werden, wenn man ja, aber das Zeug als Gegenargument gegen Elektroautos anführt. Zuerst sollten wir uns mal anschauen, was eigentlich ein einzelnes Auto von diesem Material benötigt. Bei einer 50 Kilowattstunden Batterie, da braucht ein einzelnes Elektroauto dafür insgesamt 6 Kilo Lithium, 32 Kilo Nickel, 10 Kilo Mangan und 11 Kilo Kobalt. Und das bei 1,8 Tonnen Gesamtgewicht des Autos. Und die Menge an Kobalt ist übrigens auch nicht bei jedem Akku die gleiche. Das hängt von der Akkuzusammensetzung des Herstellers ab. Tesla zum Beispiel verbaut in den Lithium-Eisenphosphat-Akkus 0 Kilogramm Kobalt und in den anderen Akkus etwa nur 2 bis 3 Kilogramm pro 50 Kilowattstunden. Dafür ist dann zum Beispiel mehr Nickel drin. Wir reden hier immer über einen sehr kleinen Prozentsatz des benötigten Materials auf die Masse des gesamten Autos gesehen. Zweitens, und das ist ein sehr großer Unterschied zum Rohstoffverbrauch, also Verbrauch, das ist ja etwas was anderes als Bedarf, diese Materialien werden eben nirgendwo verbraucht, sobald das Auto gebaut ist. Das heißt, die sind da drin, aber sie bleiben auch drin. Sie gehen nirgendwo hin. Also wenn das Auto irgendwann kaputt ist, dann kann man diese Materialien wieder rausholen und damit ein anderes Elektroauto bauen. Das nennt man Recycling. Ab 2025 schreibt die EU übrigens sogar prozentuale Anteile vor, wie viel vom Akkumaterial aus dem Recycling verwendet werden muss. Und dieser Anteil steigt über die nächsten Jahre per Gesetz immer weiter an. Das ist also schon Realität und eben kein Wunschdenken oder Schönreden. Und vom Second Life eines Akkus rede ich hier erstmal gar nicht. Darüber und über Akku-Recycling habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke das mal hier oben. Also Punkt 2. Ja, ein Elektroauto braucht einige Rohstoffe für die Akkuherstellung, die man kritisch nennen kann. Aber wenn sie erstmal eingebaut sind, dann kann man sie wiederverwenden. Wieder und wieder und wieder. Drittens. Wisst ihr, was bei Verbrennern neben der Herstellung noch alles an Einwegmaterial benötigt wird? Und zwar eben nur für eine einmalige Verwendung. Also benutzen und dann ist es weg. Ja genau, der Treibstoff. Den holen wir aus dem Boden, wir verbrennen ihn und dann ist er weg. Und die tatsächliche Menge an Treibstoff, die man mit einem einzigen Auto verbraucht, das ist echt erschreckend und darüber denkt man meistens gar nicht nach. Ein durchschnittliches Auto mit 8 Liter auf 100 zum Beispiel braucht auf die gesamte Lebensdauer 35.000 Liter Benzin. Das ist ein Tanklaster, das sind rund 26 Tonnen an Material. Das entspricht dem Gewicht von etwa 17 Autos, das jeder normale Pkw zusätzlich zum Gesamtgewicht unwiederbringlich an Rohstoffen verbraucht. Ob da die ökologischen Folgen für die Umwelt nicht vielleicht gravierender sind als für 60 Kilo Material für eine Batterie, was man dann auch noch wieder und wieder verwenden kann? Ihr habt also gesehen, euer altes Auto zu behalten ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber die Laufzeit ist entscheidend. Eine Alternative zum Neukauf ist übrigens ein E-Auto im Abo. Und da habe ich zum Schluss noch folgenden Tipp für euch. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Ja, das war's für heute. Ich fand die Betrachtung mal ganz spannend und interessant und vor allem aufschlussreich. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.